Das Wasser ist ästhetisch recht ansprechend, sagt jedenfalls Barrett. New Atlantis bezieht seinen Strom größtenteils aus moderner Hydroelektrik. Dass die UC nicht mehr feindselig sind. Muss Radcliffe überhaupt involviert werden? Präsidentin Abello will die Beziehungen fördern, nicht verschlechtern. Denk mit. Wir sorgen dafür, dass sie es erfährt. Gut, dann sehen wir uns um 11.30 Uhr. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ich glaube, bei mir bist du falsch. Wir können dir leider nichts verkaufen. Nur für UC-Bürger. Schon verstanden. Und mich als Bürger aufzuschreiben würde... wie viel kosten? Bestechung ist in den Colonies ein Verbrechen. Schön. Dann muss ich wohl einfach mit deinem Vorgesetzten reden. Guten Tag. Sie und ihre verfluchten Vorschriften. Wie viel mich dies... Ich will den United Colonies einfach nur mein Geld geben. Warum machen Sie das so schwer? Willkommen bei Aphelion. Ich bin Zora und ich stehe dir bei allen Immobilienfragen zur Seite. Was führt dich heute her? Suchst du ein Zuhause? Eine schicke Zweit... Komm gern wieder vorbei. Wir haben sehr schöne Objekte, falls du dir deine Staatsbürgerschaft verdient hast. Die beiden Parteien sich zusammen, um den Sperrvertrag auszuhandeln. Ich will nie woanders leben. Die Stadt überrascht mich immer wieder. Wir sind zwar in einer United Colonies Stadt, aber die Constellation ist vollkommen neutral. War sie schon immer. Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Uhr daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns.
Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ach, bitte. Wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Sarah Morgan, Vorsitzende der Constellation. Alles, was du mit Barrett besprochen hast, geht mich also etwas an. Beantworte bitte meine Frage. Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Unsere Arbeit ist gefährlich. Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da! Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cawtry... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines! Das beleuchtet... Ruhig, atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cawtry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Und hier,
Das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen, aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte, meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noelle. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung. Aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst. Betonung liegt auf Ruhe. Meistens zumindest. Gehen wir rauf. Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Ich stehe zu Diensten, Captain. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Prima, dass hier so viel los ist. Hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß! Thank you.
Warst du in letzter Zeit mal auf dem Auge? Man kann sich im Moment niemand Besseren als Sarah an der Spitze der Constellation wünschen. Konzentriert, geradlinig, engagiert. Naja, dich Space Miner zu nennen, war vielleicht ein bisschen gemein. Das entschuldigt es nicht. Meine Frustration gilt eher Barrett. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Sperenzien eine unserer Missionen gefährden. Es ist nicht fair von mir, das an dir auszulassen, zumal er diesmal offenbar richtig entschieden hat. Also, fangen wir von vorne an, ja? Walter Stroud, CEO von Stroud Eklund, Mitglied der Constellation und oft ein alter Miesepeter. Willkommen an Bord. Ach, übrigens bietet die Loge neben Unterkünften auch eine Fülle an Mod- und Forschungsequipment. Du kannst hier Raumanzüge anpassen, Pharmazeutika herstellen, außerirdische Substanzen testen, einfach alles. Du kannst sogar Industrieteile für Großprojekte herstellen, sofern es dich nicht stört, auf einem nahen Planeten die nötigen Ressourcen zu schürfen. Ich bin ein großer Fan der Autarkie, also nutze unsere Werkzeuge, um alles herzustellen, was du brauchst. Ich? Oh, ich bin der Geldgeber. Irgendjemand muss das alles ja finanzieren und mein geschäftlicher Erfolg ist bedeutungslos, wenn ich ihn nicht nutze. Ich bin nicht so verwegen wie Miss Morgan oder so klug wie der junge Matteo, aber ich kann dafür sorgen, dass sie die nötigen Ressourcen haben. Und wie du gesehen hast, werden diese Ressourcen nicht vergeudet. Wir sind hier etwas Großem auf der Spur. Bis vor kurzem hätte ich sie noch abgestempelt als, ich weiß nicht, Halluzinationen. Doch jetzt ist es mir ein Rätsel. Ich nehme an, so etwas ist dir vorher noch nie passiert, oder? Nun, deine Sarkasmus-Synapsen funktionieren einwandfrei. Die wissenschaftlichen Fragen überlasse ich Barrett oder auch Noel. Aber wir sind uns alle einig, dass hier etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Das ist ehrlich gesagt das Aufregendste, was seit Jahren passiert ist. Wir sind hauptsächlich als Schiffsbauer bekannt, Luxussegment. Wer das Beste will und es sich leisten kann, kauft bei Stroud Eklund. Leider bedeutet unser Erfolg, dass man manchmal Schiffsmodule von Stroud Eklund auf zwielichtigen Schiffen sieht. Sie sind ganz heiß darauf, die Schweine. Ich wollte die United Colonies überzeugen, dass wir da helfen können, aber sie sind mit der Deimos Sternenwerft verheiratet. Und die alten Haudegen hängen ihrer Glanzzeit nach. Bis zum nächsten Mal. Und, Matteo, hast du neue religiöse Texte, Stiebitz? Geht's dir gut? Ich weiß nicht, ob dich das überhaupt schon jemand gefragt hat. Nicht, dass du denkst für uns, du bist auch wichtig. Dass du das Artefakt hergebracht hast, war gewaltig. Ich bin Matteo. Ursprünglich Theologe, aber jetzt, tja, Entdecker wie du. Es ist wirklich schön, dass du bei uns bist. Ich will nicht lügen. Ich hätte das wirklich gern selbst gesehen. Ist sonst schwer einzuschätzen. Du und Barrett, ihr habt beide etwas gesehen. Das war bestimmt kein Zufall. Hattest du das Gefühl, sie will dir etwas mitteilen? Nicht unbedingt wie eine göttliche Offenbarung, aber vielleicht sowas Ähnliches? Es muss etwas bedeuten. Alles hängt zusammen. Wir müssen nur rausfinden, wie und warum.
Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Wir brauchen mehr Daten, sprich mehr Artefakte. Das zweite stammt von Kasal. Vergraben, genau wie deines. Aber das erste? Das lag jahrelang direkt vor unserer Nase. Im Lager, als übergroßer Briefbeschwerer getarnt. Verrückt, oder? Die wohl größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte verstaubte einfach. Pass auf dich auf! Ich verbringe immer mehr Zeit hier. Die Geschäftswelt war interessant, aber das hier ist auch. Thank you.
schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzt. Falls du jemals Bedarf hast, wir verkaufen Verbandszeug und Medikamente zu wirklich sehr guten Preisen. Ohne Übertreibung. Willkommen bei Reliant. Pass auf dich auf. Dieser Standardeingriff ist nicht ganz. Kolonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen. Willkommen im... Wenn du keinen Termin hast, musst du bitte in der Lobby warten. Pass auf dich auf. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Der Kauf großer Posten muss möglicherweise von mehreren Ebenen genehmigt werden, was einige Wochen dauern kann. Wir bitten um Verständnis. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten, die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Hoffentlich wirst du fündig.
Okay, gut. Wenn du noch was brauchst, komm vorbei. Es ist ein Privileg für die Regierung der Justiz zu arbeiten. Immer freundlich. Das ist die Justiz. Das ist nicht so ganz mein Gebiet. Rede am besten mit Miss Heng darüber. Halt die Ohren steif. Musst du die Leute persönlich kontaktieren? Gerade zu Gewalt. Die brauchen Leute wie dich. Selbst mit deinen Leuten. Ja, so ein Junior-Assistent ist schon was. Das ist dein Einstieg. Es scheint, als hätten sie jeden. Bei Vectera, ich kann es nicht fassen. Bist du das? Bist du das wirklich? Captain der Frontier, Fluch der Fleet, leuchtender Stern der Constellation. Du bist auf jeden Fall der hellste und größte Stern weit und breit. Da gibt's kein Vielleicht. Für sowas habe ich ein Auge, aber bei dem Heiligenschein ist das ja auch nicht schwer zu erkennen. Obwohl ich erst nicht wusste, ob das nur das Licht ist. Aber jetzt, wo ich weiß, dass du es bist, welch Glück! Und beinahe wäre ich Kaffee trinken gegangen. Aber einmal gehe ich meinen Tag anders an und da bist du nun, als wäre es vorherbestimmt. Ich hatte deine Angelegenheiten auch im Kopf, visualisierte sie, träumte davon, hegte sie wie einen blühenden Garten. Und jetzt ist er da, unser erster Frühling. Aber es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Hey, hättest du was dagegen, wenn ich mitkomme? Brauchst du eine Begleitung? Ach, aber was sage ich da? Natürlich brauchst du eine. Geh voran! Du wirst es nicht bereuen. Wie läuft's denn so? Mir geht's total super.
Fürs Zeug ist alles legal. Geschäfte gehen immer. Du brauchst Zeug, ich brauche Credits. Passt doch perfekt. Sieh dich um, was glaubst du? Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Sie jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt sie. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. Wenn du noch was brauchst, ich bin hier. Ich glaube, ein zweites Date gibt es nicht. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptik-Pisser triffst. Willkommen im Haus der Aufklärung. Ich sag's dir, das Centauri Mills ist. Nun, wir lassen keine Spendendose umgehen oder sowas, wenn du das meinst. Aber wir sind durchaus auf Spenden angewiesen, die wir so sparsam wie möglich einsetzen, wie du anhand der Umgebung hier vielleicht siehst. Bei den vielen Kontaktmöglichkeiten fühlt man sich paradoxerweise schnell einsam. Wir bieten eine spezielle Einzelberatung an, die helfen kann. Aber ich muss wissen, was dein Antrieb ist. Ein gutes Ziel. Wenn du Zeit hast, können wir an verschiedenen Techniken arbeiten. Und wir können dich durch Rollenspiele in andere Situationen versetzen. Das kannst du durchaus ändern, wenn du bereit bist, daran zu arbeiten. Nun, das Angebot steht. Bis später.
glaube nicht ans Beten. Ich hab's einmal probiert. Hat nichts geholfen. Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker, weil sie eine Schlange anbieten. Das mag ja stimmen, aber ihre große Schlange ist ein himmlisches... Willkommen bei der Handelsaufsicht. Wenn du aus aufrichtigen Gründen hier bist, helfe ich dir sehr gerne. Bist du aber unter falschem Vorwand hier, zum Beispiel von Miss Zeng vom Yusi-Vertriebszentrum geschickt, dann wirst du hier nichts Illegales zu berichten finden. Und dann bitte ich dich, sie aufzufordern, diese albernen Spielchen zu beenden. Also, was darf's sein? Mag sein. Doch ich bin überzeugt von meinem Geschäft und lasse mich nicht einschüchtern. Bitte, lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann. Das sagt doch eigentlich schon der Name. Ob Massengut, spezielle Objekte oder individuelle Anfragen. Wir sorgen dafür, dass alles an sein Ziel gelangt. Wir haben überall in den besiedelten Systemen Schiffsrouten und mit nahezu jeder wichtigen Firma oder Fraktion zu tun. Die Handelsaufsicht dankt dir für deinen Besuch. Ist zwar ein Klischee, aber es ist wahr. Kommt darauf an. Wenn du ein Schiff hast und dir nicht so schade für Frachtflüge bist, haben wir vielleicht Arbeit. Sonst musst du etwas genauer werden. Wir schreiben über die Auftragsbörsen in der Stadt immer Frachtaufträge aus. Sieh sie dir an. Unsere Jobs werden gut bezahlt, sagt man. Und... eine bessere Auswahl und angemessenere Preise findest du nirgendwo. Viele verschiedene Parteien nutzen die Auftragsbörse, um Aufträge für Freelancer auszuschreiben. Beispielsweise vergibt die Handelsaufsicht darüber Frachtaufträge. Meist finden sich Auftragsbörsen in Bars, üblicherweise in der Nähe eines Raumhafens. Du findest sie vielleicht auch anderswo, aber dort ganz bestimmt. Eigentlich wollte ich professionell kochen.